Rentenantrag nach 20 Monaten abgelehnt. 640.000 Euro Rentenleistung für Sales Manager durchgesetzt. Guten Tag, mein Name ist Frank Weise. Ich bin Rentenberater bei rentenbescheid24.de und verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Ein junger Mandant, sehr erfolgreich als Sales Manager tätig, wandte sich nach Ablehnung seines Rentenantrages an uns. Bei ihm lagen verschiedene schwere anlagebedingte Erkrankungen aus dem internistischen, orthopädischen und psychiatrischen Bereich vor. Nach intensiver klinischer Behandlung und vielfältiger Therapie und auch einer Reha-Behandlung eines Reha-Aufenthaltes wusste der junge Mann sich keinen Rat mehr, stellte den Rentenantrag. Dieser wurde nach unglaublichen 20 Monaten abgelehnt. Ja, was nun? In letzter Minute wandte er sich an rentenbescheid24.de, sodass wir noch in der Frist buchstäblich in letzter Minute den Widerspruch einlegen konnten. In Abstimmung mit den behandelnden Ärzten und nach Sichtung seiner umfänglichen Akte, wir reden ja immerhin von 600 Seiten, konnte ich bei schwieriger medizinischer Befundlage den Widerspruch begründen. Plötzlich, überraschend für uns, ging es schnell. Nach nur 5 Monaten traf der Rentenbescheid ein. Unser Vortrag in der Widerspruchsbegründung hat die Prüfärzte wohl doch überzeugt. Die Ablehnung wurde damit pulverisiert. Rückwirkend wurde die Rente gewährt. Nach Abzug der Ansprüche, Krankenversicherung, Agentur für Arbeit, konnte sich unser Mandant zusätzlich noch über eine Nachzahlung von 20.000 Euro freuen. Damit erhielt er über 640.000 Euro Rentenleistung bis zur Regelaltersgrenze. Das ist immerhin eine Bezugsdauer von 30 Jahren. Sollten auch Sie Fragen zur finanziellen Absicherung bei Krankheit in der gesetzlichen Rente haben, schreiben Sie uns unter anfrage@rentenbescheid24.de oder besuchen Sie uns auf unserer Website rentenbescheid24.de. Vielen Dank, dass Sie uns folgen, sich bei uns informieren. Ich wünsche beste Gesundheit. Herzlichst, Ihr Frank Weise von rentenbescheid24.de.